Hey, ich bin Caro. Willkommen am Kolleg der Schulbrüder. Kommt, ich zeige euch meine Schule. Wir sind eine katholische Schule und versuchen, christliche Werte zu leben. Ich bin selber ja auf diese Schule gegangen und bin durch die Schulbrüder stark geprägt worden. Und ich muss sagen, das deckt sich aber auch mit dem Wertegedanken, den ich selber habe. Also die christlichen Werte finde ich unheimlich wichtig und ein zentraler Aspekt unserer Schule. Den Kindern und Jugendlichen eben auch entsprechende Werte für ihr Leben mitzugeben. Zum Beispiel Nächstenliebe, Solidarität, Aufmerksamkeit füreinander. Die Schüler, Eltern, Lehrer miteinander, also die ganze Schulfamilie miteinander umgeht, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall spürbar. Das hier ist unsere Mensa. Hier verbringen die meisten von uns ihre Mittagspause. Die Philosophie vom Kolleg aus meiner Sicht ist die Offenheit und das Miteinander, wo hier die ganze Schulgemeinschaft, die Schulfamilie miteinander umgeht. Ich glaube, wir haben mit unseren technischen Ausstattungen, die wir nutzen können, unglaubliche Möglichkeiten. Und die versuchen natürlich die Medien, die mir zur Verfügung stehen, ob es GeoGebra ist, ob es OneNote ist, ob es ein Kursnotizbuch, das ich anlege für die Schüler, damit sie auch die Unterrichtsinhalte, die ich zum Beispiel entwickle, in der Schule auch dann zur Hand haben. Lehrerzimmer, Sekretariat, Frau Sonntag. Schule 2021 muss so ausschauen, dass angstfreies Lernen möglich ist und dass es nicht nur um Wissensvermittlung geht, sondern die Kinder vorbereitet werden auf ein Leben nach der Schule, sprich ganzheitliche Bildung, musische, künstlerische, naturwissenschaftliche Angebote, die weit über den Unterricht hinausgehen. Das ist jeder wichtig und wir dürfen die Schüler nicht nur über die Noten definieren, sondern es steht wirklich der Mensch im Mittelpunkt und derjenige, der sich in einem Fach schwer tut, der kann in einem anderen Fach gut sein, der kann auch ganz andere Stärken haben und unsere Aufgabe ist eigentlich, diese Stärken zu wecken und nicht nur immer auf die Schwächen zu schauen. Fällt meine Stunde aus, seht ihr es hier. Hier spielt die Musik. Egal ob Chor, Orchester oder sonstige Proben. Wir nehmen die Kinder so, wie sie sind, mit ihren Talenten und Begabungen und schauen dann auch, wie wir unsere Angebote auf diese Kinder zuschneiden können. Das ist unser Natur- und Technikraum. Hier können wir experimentieren. Schon in der Schulzeit kann man ganz viel erreichen, gerade wenn man sagt, ich möchte an Wettbewerben teilnehmen. Kontakte in der Industrie zu haben oder auch an Universitäten. Ich glaube, wir haben einen unglaublichen Flair bei uns im Schulhaus. Es entwickelt sich unglaublich viel. Wir haben wahnsinnig tolle Außenanlagen und wir haben ein Riesenspektrum, was wir den Schülern außer der Schule noch mitbieten können. Von Chöre, von Orchester, von Percussion, von Sportangeboten. Das, glaube ich, andere Schulen suchen. Unsere Chorkids haben sich schon deutschlandweit einen Namen gemacht. Unser Soccer-Roboter ist Weltmeister geworden. Unser Yes-Projekt hat den Deutschen Lehrerpreis gewonnen. Ich bin selber ja auf diese Schule gegangen und bin durch die Schulbrüder stark geprägt worden. Also die christlichen Werte finde ich unheimlich wichtig und ein zentraler Aspekt unserer Schule, die wir im Alltag leben müssen, die nur als Vorbild im Endeffekt übertragen werden. Ich war von 2000 bis 2009 Schülerin am Kolleg. Ich war von 1981 bis 90 am Kolleg der Schulbrüder. Komm aufs Kolleg, weil du dich hier wohlfühlen kannst. Kommt aufs Kolleg, denn unsere Lehrer sind die entspanntesten. Komm ans Kolleg, weil wir Familie sind. Komm du an das Kolleg, weil wir die coolste Schulgemeinschaft sind. Komm aufs Kolleg, weil du so mehr über dich und die Welt lernen wirst. Komm ans Kolleg, weil wir dich an die Hand nehmen und zusammen Schule ganz neu denken.